Go for it. Hallo und herzlich willkommen zurück bei mir auf Twitch und auch auf YouTube. Wir spielen heute ein Let's Play Paladins zusammen mit dem Storm und dem Kessler. Grüß euch, Leute. Servus. Ja, der Kessler hat jetzt auch uns die Möglichkeit gegeben, dass wir Ranked spielen können. Und das werden wir dementsprechend auch gleich tun. Ich glaube, wo hängst du eigentlich gerade rum, Storm? Auf Platin oder nee, auf Gold hängst du auch rum, ne? Gold, immer Gold. Ja, das ändern wir jetzt. Ja, hoffentlich. Mal gucken. Jetzt geht's ab. Ich würde gerne diese Season ein bisschen höher abschließen, weil die Season läuft jetzt noch, ich muss kurz schauen, noch 27 Tage. Und man kriegt halt einen schönen Profilrahmen, wenn man halt ein bisschen höher abschließt. Ja, werde ich nicht schaffen. Ich bin ja die letzte Folge bei mir für die nächsten zwei Wochen. Warte, jetzt muss ich überlegen, was gibt's denn dann für einen Rahmen? Na, den Diamantrahmen, wenn man es in den Diamant, in die Diamantliga schafft. Ich muss mich jetzt. Ja. Na, es gibt Platin. Ja, Diamant. Also dann halt Platin geht 5, 4, 3, 2, 1 und dann halt Diamant 5. Und ich glaube, da kriegt man schon den Rahmen. Okay, klingt doch gut. Weißer Scheiß. Hoffe ich, dass ich das auch schaffe. Your team's turn to ban. Oh nein. Last pick. Hat mal jemand erklären wollen, dass die Reihenfolge der Charaktere auf der linken Seite basierend ist entweder auf dem Account-Level oder dem Ranked-Level? Ich halte das für totalen Humbug. Weiß ich nicht, was ich halte. Ich habe gestern mit wem gestreamt, nicht gestreamt, gespielt. Der hatte, der war immer Erster und ich war immer Letzter. Ja, auch nicht, das Gefühl, das ist random. Eventuell, ne? Oh, bitte Mief, bitte bann Mief noch weg. Mief. In Realm Platin 2. Ich würde doch wieder mal Damba spielen. Willst du mit Furia spielen unbedingt? Keine Ahnung, da wir bei den letzten sind, müssen wir so gucken, was übrig bleibt. No. Hi Toasty da. In Paladins Gold 3, ja, ich auch. Bin ich eingerankt worden. Hab ich mich wieder eingerankt. Ich hab dieses Realm versucht zu spielen. Ich halt, das ist für mich das übelste Bob-Game. Echt? Was heißt Bock? Gut oder nicht gut? Bob ist für mich negativ. Ach, Bob, ich dachte Bock. Aber ich bin sowieso kein Fan von diesem ganzen Battle Royale-Scheiß. Weder PUBG noch ich Fortnite. Auch nicht. Aber Realm Royale macht ziemlich Spaß. Wir haben eine Mief, oh, wie geil ist das denn? Ist halt noch mega buggy. Vielleicht gebe ich dem Spieler mal eine Chance. Wenn ich Pip auf Halbdamage spiele und einer noch von euch ein Healer, würde das gehen? Ja, ich würde mal Damba nehmen. Perfekt. Spot hier, warte mal, da müssen wir gucken, was der Stat Akash wählt. Wenn du einen Spot Healer hast und der hat einen, der die ganze Zeit rumflattert, außerdem fehlt uns dann noch ein Tank. Das machst du dann. Ja, das mache ich dann. Du mal einen Ara oder Barik. Nee, Ash. Oh, kein Null. Du hast gefragt, ob ich Realm Royale spiele. Also ihr habt gesagt, ihr spielt nicht Realm Royale. Oder ihr wollt es nicht, oder ihr mögt es nicht. Ich weiß, ich werde das mal angeteasert, aber irgendwie haben wir keinen Bock. Vielleicht ja doch. Und jetzt einen Grund dafür hätten dann, ja. Also ich habe es probiert, ich habe es mir runtergeladen und ein, zwei Runden gezockt. Allein nur, um die Boni abzustauben im Paladins, die man für das Linken des Accounts bekommt. Aber seit ein Battle Royale, ne? Du rennst halt ewig rum, versuchst was zu geiern, dann ist die ganze Action meistens in 30 Sekunden vorbei und dann gehst du ins nächste Game. Ich finde, es macht doch, ich komme relativ weit immer. Macht schon relativ Spaß. Und dann auch, ja, ich spiele Realm Royale. Mein Kill-Rekord ist 8 Kills, was ich in Fortnite noch nicht mal annähernd geschafft hatte. Mein Kill-Rekord sind, lass mich lügen, 18 und dann trotzdem nur Zweiter geworden, weil mein Teammate weggestorben ist. Glanzi, hey, na, schön, dass du auch, schön, dass du auch dabei bist. Kack Fortnite, ja, so musst du auch aus. Nein, Fortnite ist ja auch ein tolles Spiel. Macht auch Spaß, aber ich bin halt einfach nicht gut in dem Game. Wieso hat eigentlich keiner Series genommen? Fällt mir gerade auf. Weil die nicht so geil ist. Ich finde Series auch nicht geil. Die ist, wenn du Ausbrenner 3 hast, ist die komplett useless, meiner Meinung nach. Ja. What? Verrückt. Era wird uns eher wieder nerven. Bin ich überzeugt ja, von. Auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich die früh wegkriege und mir der Talis nicht auf die Eier geht. Ich hab nichts gegen die Battle Royale-Spiele, aber ich muss sagen, ich komme aus einer Zeit, wo man Counter-Strike gespielt hat und dann sind die Runden meistens halt deutlich schneller und du rennst halt rum und sammelst diese Waffen auf und das Pick-Luck ist unglaublich wichtig bei diesen Games und dann musst du halt auch wieder so viel Zeit investieren in die Spiele, dass du wirklich gut bist. Bei Fortnite ja auch noch mit der ganzen Bauerei. Ja. Musst du ja auch erstmal üben, ne? Ja. Na ja, gut, bei Counter-Strike musst du auch den Aim perfektionieren, damit du halt irgendwann gut warst und auch Taktik machen. Junea möchte mitspielen. Hast du denn einen Ranked? Wenn ja, dann dürft ihr mitspielen.
Klar. Ja, Carry. Je mehr, desto besser. Also wenn du möchtest und einen Rank hast, dann gerne. Wenn nicht, musst du leider zuschauen. Diesen Stream zumindest. Warum zockst du jetzt eigentlich Ranked? Ich will auch Paladins. Glanzi, dann spiel doch mit Paladins. Hol dir einen Rank, also mach deinen Rank fertig und dann kannst du gerne mitspielen. Klein Glanzi. Welches Deck nehme ich denn heute? Ich glaube, ich nehme mal das Team Disruptor Deck. Ich habe mal ein bisschen versucht, die Leute zu zerlegen. So. Ausbrenner ist da. Ja, Cauterize ist wichtig, die haben hier noch... Kraut. Krautereis. Ich hab halt 5 Jahre lang Counter-Strike, glaube ich, jeden Tag mindestens 4 oder 5 Stunden gezockt. Ja? Ja. Ich hab's mir. Es ist ja Summer Sale. Ich hab's mir letztens gekauft für 6 Euro. Ist das nicht super? Ja, ich glaube, du redest von Source. Ich rede von 1-3. Counter-Strike 1-3 und 1-6 ja, dann später. Ich hab keine Ahnung. Richtig miese Zeiten. Ja, aber schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Okay, Nera kommt oben rechts. Scheiße, Nera, die muss man knacken. Der Turm der Krippe ist ja krank gestorben. Gott. Ich snack mal ab, ne? Kein Problem, oder? Warte mal. Gut. Vielfach Kill. Bin mal hier dabei. Für dich. Danke. Achtung, oben Talus. Hab ich gesehen, ich geh nicht kümmern. Nicht sterben. Oh, er hat den Heal für dich gefressen, tut mir leid. Ja, ich hab Talus weggeschmissen. Von Tyra. Kahn soll da rausgehen, Mann. Schon wieder so einen schlechten Startpunkt, dass ich nach links gedreht bin. Das nervt mich extrem. Oh, gut geholt. Extremes Slip, ey. Ja, wenn ich immer mal einen Heal reindroppe, ist das ganz geil eigentlich. Boah. Tyra kommt nerven. Ah, der Dude, Talus holt mich immer. Oh, fuck, hättest du gesagt, dass du ultest. Sorry. Nicht gecallt. Schlecht bzw. gar nicht gecallt. Ja, das müssen wir unter Dings bekommen. Bei mir auch. Finale kam jetzt Bimbo 3 Gegner ineinander gekillt und hat mich einfach weggenommen. Ah, unlucky. Bin leider im Urlaub, würde dann auch mitspielen. Ja, wenn du aus dem Urlaub wieder da bist, könntest du auch mitspielen. Versuchst du natürlich nicht, den Punkt zu holen. So, hier ist gleich da. Hier ist da. Nicht viel, aber. Wow, ich geh mal kurz mich verkümmeln. Scheiße, ich hab das kam. Hallo, Tonis. Hat mich. Oder will mich schöner hier? Schön. Aber unlucky. Verdammt, die haben die Payload bekommen. Schöner Stun. Sehr schön. Aber unlucky, das hätten wir. Haben die nicht verdient gerade. Ich stehe auf 12-1, also. Grüße aus dem Bett. Grüße zurück. Alter, wer konnte der denn meinen. Ich bin Teller rechts, ich habe gerade Chat gelesen. Scheiße. Boah, wieso bin ich. Wieso bin ich nicht teleportieren? Ist ja nervig. Warum setzt du mir denn die Mauer vor die Nase, den ich ihn aber. Boah, Tyra! Auf einmal haben sie aber die Schlinge eng gezogen, du. Fuck, was ist los? Was hältet der so? Warum so sollte hier? Moin, Sky Mino, moin. Guck mal wieder da. Sehen, Teil ist immer noch. Endlich. Sterben dann mal. Damage reingekommen. Nara down. Endo down? Ich guck links, alles gut. Ich geh mir der Mii flanken. Kann mal helfen. Die ist noch da. Da kommen zwei links. Auf Feuer. Ja, Tyra sind drei links. Komm aber. Ich geh mal Nendo. Scheiße, der wäre fast weggeflogen. Was du heben kann? Nicht.
Ich guck mal ein bisschen nach Peldort, weil die sind dann mal durch. Ja, ich hab die geschoben, gehen jetzt durch Mitte. Ja, das ist down. Ball ist oben. Oh Gott. Überall Feinde. 15 seconds remaining. Scheiße, die pushen? Ne, ist er noch nicht an der Payload. Doch, jetzt. Ja, das hier. Passt aber. Die wird gemeldet. Jo, wie viel Damage hier reinkommt. Hallo. Kein Problem. Ah. Muss man so mal hinkriegen auf der kleine Hüpfepip. Ja, kleiner Hüpfepip trifft's am besten. 18-2, das sollen wir doch haben. Heute Crazy Wolf Apple, nachdem ich letzte Woche, letzten Dienstag Crazy Wolf Sugar Free hatte. Crazy Wolf Apple geht tatsächlich. Was ist das? Crazy Wolf? Ich glaube, die Hausmarkt gucken drauf langsam. Teste sie alle durch. Bis zum Herzinfarkt. Oder Placement. Sky Mino fragt, ob du nachher mit dem Bier trinken gehst. Yo, danach geht's los. Was habt ihr vor? Ich fahr zu ihm. Und trinken Bier. Sounds like a plan. Man braucht nichts zu haben, um Bier zu trinken. Weiß doch. Okay, ich bin hinter denen. Oh, alle gehen auf mich. Okay, das ist dumm. Schön holen lassen. Der Mensch ist gleich wieder da, jetzt. So ein Fick ist hier los, ey. Ich könnte gleich ulten, wenn die wiederkommen. Das glaube ich noch nicht. Nicht da, ist auch nicht, ist immer im Feuer. Ja, ich wollte raus, aber ich bin zu langsam. Talos. Ja, Talos eingeknattert bis zur Base, ey. Alter, hab ich mies geportet. What I'm talking about. We could use some help. Overtime. Alles down. Muss leider raus, bin zu low gewesen. Ja, das okay, alles down. Payload haben wir. Perfekt. Jo, wie viel Damage der da reinkriegt. Wo ist Nendo hin? Bitte uns. Payload. Hab ihn. Alles gut. Nice! Schön aus ihren Pylonen rausstoßen und abrasieren die Alte. Kein Problem. Oh, ich sollte mal an der Payload bleiben. Talos so, ist hinter mir. Mir mal ein. Oh, da kann ich nicht healen. Ja, der hat sich weggeportet. Über euch. Ja. Alles oben. Gesehen. Nicht der Storm. Hier 4 Sekunden. Bleib in deinem Ding stehen. Ja. Für dich. Ich bin tot. Der hat dich geultet, der Talos. Okay, dann. Der Jax, der Daredevil schreibt, hey, zurück. Zwei Healer, neue Meta? Nein, ich bin kein Healer. Ich bin Flankendamage. Nur Notfall. Deswegen haben wir Dumber noch mitgenommen. Aber ohne Grunts leckt Paladins wieder. Jetzt machen wir den Payload. Grunts. Ja, wirf ihn raus. Oh! Ich bin... Das kotzt so an, ey. Schafft es trotzdem. Leider nicht, ne? Ja, ich stand drin. Bin aber gleich wieder da. Ich denke mal, ich werde ulten. Ich hab jetzt schon Moralschub 2. Die geht nicht drauf. Der muss down. Aua, down. Coming through!
15 seconds remaining. Enemy killing spree. 10. 9. Diese Granate jedes Mal. 7. 6. Da kommt keiner mehr ran. 5. 4. 3. 2. 1. Hat nichts genützt. Schade. Ohne Grund leckt Paladins wieder. Ach, Mike Time. Das suckt Balls. Ich kann dir aber mal sagen, wie viel PS ich habe. 160. Tut mir leid für dich, Bro. Und das auch nur, weil es auf 150 gelockt ist? Ist auf 150 gelockt, standardmäßig, ne? Ja, ich muss auf 60 locken. Echt? Ja, weil ich im armlosen Fenstermodus spiele. Point spawning in 15 seconds. Ich auch, ich spiele auch armlos. Ja, da geht er nicht über 60. Eine leckere Strähne Kuss. Ja, die ist jetzt hin, weil ich nochmal gestorben bin. 5. Doch, klar geht das über 60. 3. Ich hab randloser Fenster. Achso. Dann wahrscheinlich so, durch das G-Sync. Ja. Ich werde gleich ulten, macht euch bereit. Okay. Die Nana will auch ulten. Oh, die war. Ich bin irgendwie rausgesprungen aus dem Ult. Fuck, was ist die? Carlos hinten. Weg. Ist tot. Achtung, Tyra oben. Mann, Tyra nervt mich, Alter. Von hinten, wie würde es nicht. Schön weggepusht. Nice. I can't do that yet. I knew you'd have my back. Come at me. Irgendwo so nervigen Carlos. Haben wir? Alles gut. Mir braucht hinter dir Hill. Tyra schießt da einfach lang rein. Oh! Dafür hab ich ihn aber. Sauber. Venus von ihm ist echt ein Bob. Pass auf, es kommen gleich zwei Chicken rein. Ich bin tot. Aber wer hat denn das Chicken weggeschmissen, ey? So dumm. Konntet ihr eins töten? Ja, in Nara, ne? Immerhin. Ja, dafür reicht's schon. Ja, Nara hat Overtime. Hab ja auch schon wieder 4%. Mann, Kahn, wo steppst du den denn hin? Ich will ihn rauswerfen. Ja, aber der soll ihn noch. Director, ne? Von mir wegtragen. So ein Idiot. Oben, Tyra. Ich mach so viel Schaden, die würde cool, ey. Pass auf. Von überall. Ah, hinter euch. Sind alle rechts, pass auf. Ich bin zu langsam für den Scheiß. Ich push mal weiter, ne? Mach mal. Schön, Hauptsache du hältst alle auf. Ja. War der Plan. Was mit der Payload? Das Fokus ist mal auf die Leute. Das ist Payload. Ja, hat mich geholt, kam dann zu zweit, die Nero hab ich fast alleine im Bezug. Junge, ich hab schönes Gameplay, so schönes Gameplay hab ich noch nie gesehen. Ja, weil jetzt 37-7 ist doch in Ordnung. Lässt sich jetzt nicht meckern. Enemy triple kill. Boah. Voll nach oben gespeichert vielleicht, ey. Ich komm zu Pip auf links. Oh, warte mal. Oh, shit. Hip. Hallo. Mein Chef für dich. Tyra, jetzt sei nicht so frech. Krieg ja. Ich? Hab ich? Oh, ich ulte gleich, wenn ich hinter den vorbeilaufe. Jetzt sehr gut. Oh, hit euch. Hit down. Scheiß Inara hat zu viel, ey. Schön, schießt sie noch raus. Ist sie raus? Genau. Schön! So will ich das doch sehen. Ich sehe hier nicht durch, Alter. Boah, ich wurde eingemauert, ey. Scheiße. Ich kann free fire, alles gut. Fenster, echt schön. Das war schön. Ich konnte komplett free fire. Ich stand links auf der Bande. Sehr nice.
Immer mal ein Heal-Zeug reingeworfen, weil mich keiner angeht. Hat Spaß gemacht. Das lief, das lief. Granate. Da kam, dass der mir zweimal meinen Kill weggetragen hat. War alles gut. Nimmt einfach den Kill. Er hat den einfach weggetragen. Mit meiner! Ja! Irgendwann zum Schuss war das echt mehr gut aufgehalten. Konnte ich richtig gut healen. Hört ihr das? Das sind meine Eier, die gegen den Arsch von den Gegner klatschen. Aber die Tyra 142 war auch nicht schlecht. Ja, die hat echt böse Damage gemacht. Ja. Tyra. Ich hab ja in der Payload festgeklebt, ey. Hab ich das hingekriegt. Einfach nur lecker. Du sagst das Pilzvergiftung. Ja, 105k Damage mit Pip. Kranker Scheiß. Nicht schlecht, ja, wirklich. Danke, danke. Ihr habt aber auch gut gespielt. Der Heal war Jacques Huzel. Sehr gut. Maeve war auch nicht schlecht. Ja, die hat ihre Work getan. Ja, aber die wollte immer gehittet werden. Die hat mich immer gehittet. Ich hab sie nie gehittet. Hab ich gehört. Fuck you, Dunbar. Ja, du kannst ja nicht Spot-Healer sein und dann Maeve healen. Wie soll denn das gehen? Ja, ich hab sie immer mal gehealt, damit so aussah, als hättest du sie gehealt. Na gut, Freunde, wir sind am Ende dieser Folge. Wir haben gewonnen, das finde ich gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, Leute, macht euch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Tschaußen.